Alle Gruppen haben wir vier Franzosen und vier Deutsche zusammen und auch das Glück, dass wenigstens ein Franzose dabei ist, der wirklich auch gut übersetzen kann und da ein bisschen vermitteln kann. Und jetzt vermischt sich es auch interessanterweise immer mehr. Also am Anfang war so ein bisschen diese Trennung da, aber jetzt mit der Zeit, dadurch, dass jeder so ein bisschen seine Aufgaben teilweise beendet hat, dann wieder wechselt und jetzt haben wir eigentlich eine ganz durchmischte Truppe, die sich auch gut miteinander versteht. On s'occupe du groupe qui gère l'animation. On va créer un petit film d'animation. On a déjà mis au point tout ce qu'on allait faire oralement. Maintenant, il reste juste à le mettre en pratique. Ça va être un peu plus difficile. Ja, wir verwenden verschiedene Techniken bei Submotion, zum Beispiel wie Knete und ganz normales Tonpapier oder ganz normales Papier. C'est pas évident parce que, d'après ce que j'ai pu remarquer, on est tous pas très à l'aise avec la langue inverse, c'est-à-dire que les Allemands ont du mal avec le français et les Français ont du mal avec l'allemand, mais on arrive à se comprendre. Alors, notre projet consiste à réaliser un film donc image par image avec la technique du fond vert. Concrètement, ça se passe bien, on avance très très bien, très vite. C'est divisé en deux équipes, une qui est plutôt une équipe technique pour le son, le montage et les images, puis l'autre pour les scènes. Ja, es gibt jetzt einen, der kann Französisch und Deutsch. Ein Schüler, einen französischen Schüler, und der übersetzt dann immer alles. Und das klappt dann gut. Wir erstellen Wunden und halt verschiedene Menschen, die wo zum Beispiel tot sind, oder halt Wunden, die wo wirklich realistisch aussehen. Ja, wir werden auch einen Film machen mit einem bösen Alien. Manche können zwar kein Französisch mehr, also so richtig, aber dann verständigt man sich halt über Englisch. C'est un peu compliqué, mais ça va. Anglais et avec les mains. On doit réaliser un court-métrage qui raconte l'histoire d'un alien, mais un gentil alien. Bis jetzt sind wir halt so weit, dass es entweder irgendwie einen Streit zwischen einer Frau und einem Mann gibt, der Mann dann weggeht und das Alien dann halt zur Frau kommt. On a quand même un peu de mal à communiquer, donc enfin, il y a un des garçons qui parle français, donc on arrive un petit peu quand même à parler, mais c'est difficile parce que. Alors, il y a un groupe, une partie qui parle seulement en français, l'autre seulement en allemand. Il y a des idées différentes, alors après, on n'arrive pas forcément à les dire dans notre langue. On a écrit l'histoire, on a fait le découpage, et là, on en est à la construction, parce que du coup, on a beaucoup de construction à faire. Ils étaient un peu durs à démarrer, mais là, maintenant qu'ils sont dans la bricole, c'est bien parti, là, ils sont dedans. D'ailleurs, je les laisse, je m'en vais, ils se débrouillent. On doit réaliser un film avec les moyens du bord en fabriquant les décors et en faisant tout nous-mêmes sur le thème de perdu dans l'espace, c'est de la science-fiction. Der Lehrer versucht uns es immer zu übersetzen, was die Franzosen sagen, oder ihnen zu den Franzosen zu übersetzen, was wir sagen.
Und die Franzosen selber können ja auch ein bisschen Englisch, also ein paar. Und die sagen uns das dann auch, was die mal reden. Videofilmtage Baden-Württemberg-Elsass finde ich unglaublich gut. Ich bin jetzt zum zweiten Mal dabei. Ich hoffe, es werden noch viele Male. Und zwar, weil ich finde, dass man sich über so eine gemeinsame Arbeit, jetzt in diesem Fall im filmischen Bereich, wunderbar auseinandersetzen kann. Und wenn es dann noch an so einem schönen Ort ist wie hier in Münster, im Maison Klebach, dann ist es natürlich großartig.